Herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause. Wir waren soeben dabei beim Dschumma-Gebet, dem Freitagsgebet der Muslime in Wiel bei St. Gallen. Auch hier in der Sternstunde Philosophie widmen wir uns heute dem Islam. Ein Thema, das mir, wenn ich ehrlich bin, sehr fremd ist, wie der Glaube insgesamt. Zum Glück aber sitzt mir jemand gegenüber, der mir alle Fragen beantworten kann. Ahmad Milad Karimi ist Muslim, mit 13 Jahren aus Afghanistan geflüchtet nach Deutschland, wo er heute lebt und arbeitet, und zwar als Professor für islamische Philosophie und Theologie. Herr Karimi, herzlich willkommen. Guten Tag. Ja, vermutlich geht es mir wie vielen anderen auch, wenn Sie das Wort Islam hören. Man denkt unwillkürlich an Fundamentalismus, an Terror. Letzte Woche das Attentat in Barcelona, diese Woche die Meldung in der Schweiz über einen Hassprediger in Biel. Der Islam, so scheint es, hat ein echtes Imageproblem. Wie gehen Sie als Muslim damit um? Ja, das ist nicht nur der Islam, der ein Imageproblem hat, sondern ich habe ein Imageproblem. Als einer, der sich als ein Gläubiger versteht, als ein leidenschaftlicher gläubiger Muslim. Und das alles um den Islam herum lässt mich nicht kalt, sondern das bewegt mich existenziell. Es geht sozusagen nicht einfach um irgendeine Religion, sondern es geht um meine Religion. Und vielleicht ist das eine Frage, die mein Forschen, mein Leben trägt gerade, was es heißt, ein Muslim zu sein. Heute, hier und jetzt. Mhm. Und in der Tat als Frage und nicht als eine endgültige Antwort, ich bin ein Muslim und es ist wunderbar, sondern was heißt das, wenn man sich mit dieser Religion identifiziert? Was hat man sozusagen, welchen Preis zahlt man dafür und was ist überhaupt davon gewonnen? Mhm. Wir werden in dieser Stunde sowohl über die Schattenseiten dieser zweitgrößten Weltreligion sprechen, aber auch über die schönen Seiten. Doch zunächst, Sie haben gesagt, Sie seien tiefgläubiger Muslim. Woran glauben Sie denn eigentlich? Ja, also die Sache mit dem Glauben ist verwandt mit der Philosophie, glaube ich. Weil auch der Glaube eine Ursprungsfrage ist. Immer dann, wenn Sie mich fragen, was der Glaube ist, ich muss erneut nachdenken, was tue ich da, wenn ich da glaube. Mir scheint es etwas zu sein wie, wer glaubt, der hadert mit Gott. Wer glaubt, der ist von der Hoffnung getragen, dass nicht alles im Leben sinnlos ist. Dass auch die scheinbar Sinnlosen, die Armen, die Ausgegrenzten, die Flüchtigen, die Toten einen Sinn haben. Und nicht einfach so einen Sinn haben, sondern dass es meine Verantwortung ist, als derjenige, der glaubt, ihnen einen Sinn zu verleihen. Insofern ist gläubig zu sein keine einfache Angelegenheit, sondern wer glaubt, der hat auch die Verantwortung für die ganze Schöpfung auf sich genommen. Was meinen Sie damit, die Verantwortung auf sich genommen? Dass nichts, was in dieser Welt passiert, mir fremd ist. Alles Unheil, und das muss nicht nur im Namen des Islams sein, bewegt mich. Insofern, als es mein eigenes Problem ist, weil ich diese gesamte Schöpfung als etwas Gutes erachte, als Werk Gottes erachte und bin davon betroffen, wenn etwas eben ungerecht ist oder ungerecht verläuft. Mhm. Also Sie sagten, Glaube heißt hadern mit Gott auch. Ja. Aber man glaubt schon, dass es Gott gibt, aber womit hadert man? Man zweifelt. Ja, es ist eine sehr interessante Frage, weil Sie dadurch genau das Islamische hervorheben. Während man im christlichen sozusagen Gedankenwelt ja auch geschichtlich so verfahren ist, dass es so einfach ein Glaubensgefüge gibt und dann gibt es Religionskritiker, denken Sie an Feuerbach, Marx und so weiter, die von außen her sozusagen die Religion als Religion kritisieren. Im islamischen Kontext ist das etwas anders, insofern als diese Kritik konstitutiv zum Glauben gehört. Also wenn Sie an Personen denken wie Attar, der sein ganzes Leben, sozusagen sein ganz großes Werk über das Buch der Heimsuchung mit Gott hadert, gerade weil es einen Gott gibt, hadere ich mit ihm und nicht, weil es mir leicht machen könnte zu sagen, es gibt überhaupt keinen Gott, dann könnte ich mir sozusagen etwas zusammenbasteln, was auch sehr gut gehen kann, aber gerade weil ich an die Existenz eines guten, gütigen Gottes glaube, wird mir das Leben so schwer.
gemacht, weil ich sehe, dass es Ungerechtigkeiten auf dieser Welt gibt, die es nicht geben muss und geben darf. Aber diese Tradition der Auseinandersetzung mit Gott, dieses Problem der Theodizee, ist das bei uns und im Mittelalter und immer noch, nämlich, dass es einen gütigen Gott gibt, der allwissend, allmächtig ist, allgütig, und trotzdem gibt es in der Welt Krankheiten, Kriege, Katastrophen, Leid, und wie passt das zusammen? Das gab es in der europäischen Tradition, auch in der christlichen Tradition. Ja, genau. Also als Theodizee, wie Sie es auch nennen, als eine Rechtfertigung Gottes, weil es darum geht, sozusagen, wie kann ich rechtfertigen. Aber wenn Sie islamisch wenden, also der Begriff taucht im islamischen Selbstverständnis kaum auf, eigentlich gar nicht, sondern man hat ganz andere Wendungen, ganz andere Formen von dieser Problematik aufgenommen. Und wenn Sie es ganz aktuell sehen, gerade jetzt, gerade im Namen meiner Religion, passiert etwas im Namen meines Gottes, was mit ihm eigentlich nichts zu tun haben darf. Mhm. Also das ist doch etwas, was im Kern mein Gott und meine Religion betrifft. Und gerade da bin ich angesprochen, mich selbst zu fragen, was es heißt, eben ein Muslim zu sein. Mhm. Ich selbst bin nicht gläubig. Ja. Können Sie sich das überhaupt vorstellen, wie es ist, nicht gläubig zu sein? Wie stellen Sie sich das vor? Ja, sehr gut kann ich mir das vorstellen. Ja. Und ich habe auch große Achtung vor Ihnen, weil Sie nicht glauben. Denn es ist auch nicht leicht, nicht zu glauben. Und ich bin auch, glaube ich, einer nicht von denen, die These vertreten, auch derjenige, der nicht glaubt, glaubt an irgendetwas. Ich nehme ihnen das sozusagen vollkommen ab, wenn die sagen, ich glaube nicht an Gott. Ich glaube nicht an irgendeine letzte Instanz, die alles zum Guten führt und alles herbeigerufen hat. Das ist wichtig, und ich glaube, das ist auch für mich wichtig, als jemand, der glaubt, gerade sie zu haben, um von ihnen zu lernen, wie es auch Leben funktionieren kann, wie Leben auch schön sein kann, ohne diese ganzen Glauben. Mhm. Mich selber auch frage, was ist sozusagen ein Mehrwert des Glaubens? Wissen Sie, also wenn Sie mich auch... Was wäre das? Genau, das ist die Frage. Der Mehrwert an Glauben ist, dass ich mich im Grunde getragen sehe von einer letzten Unendlichkeit, von etwas, was auch mein Leben übertrifft, der auch mich und meine ganzen Sorgen und meine ganze Endlichkeit auch trägt. Dieser Ruf, im Koran heißt es, ich höre den Ruf des Rufenden, wenn er mich anruft. Und dieser Ruf nach Gott, der nicht gegenständlich vor mir ist, aber mir nahe ist als mir selbst, das ist eine, nennen Sie es als Konzept, als eine Strategie, um mit seiner Endlichkeit umgehen zu dürfen. Mhm. Das ist das, was mich trägt. Sie schreiben in Ihrem Buch, Osama bin Laden schläft bei den Fischen, wo Sie auch Ihre Biografie erläutern, kommt dieser Satz, der mir nicht mehr aus dem Kopf geht, und der heißt, wer glaubt, ist ein Flüchtling. Was meinen Sie damit? Ja, wer glaubt, der ist nirgendwo zu Hause, weil er weiß, dass er ein Reisender ist. Die Welt ist etwas, oder sagen wir, das in der Welt sein, dass wir überhaupt hier sein dürfen, das ist eine Gabe, das ist ein Geschenk. Das ist etwas, was mir nicht gehört, sondern mir anvertraut wurde. Und dieses Anvertrautwerden, aber einem nicht gehören, heißt auch, dass ich mit Verantwortung mit dem, was mir anvertraut wurde, umgehe, aber mich selbst irgendwie nirgendwo zu Hause fühle, weil ich nicht einfach jetzt mich als Flüchtling fühle, weil ich zum Flüchtling werde durch irgendwelchen politischen Ereignissen, sondern weil ich einfach im Grunde derjenige bin, der nirgendwo zu Hause ist. Und der Glaube ist dann diese Sehnsucht nach der Heimat. Ja, genau. Genau. Also eine zutiefst romantische Idee, die Schlegel, glaube ich, 100% verstehen wird. Ich meine, dieser Satz hat deswegen auch so eine Kraft, weil er aus Ihrem Mund kommt und Sie selbst eine Geschichte der Flucht hinter sich haben. Sie mussten mit 13 Jahren aus Kabul, aus Afghanistan fliehen, mit vielen Umwegen über Indien, Neu-Delhi, über Moskau. Vielleicht können Sie kurz erzählen, was da passiert ist und was dieses Ereignis, diese Flucht mit Ihnen gemacht hat. Auf jeden Fall alles. Also ich wäre nicht der ich jetzt bin, wenn ich nicht ein Flüchtling gewesen bin. Und ich erfahre auch jetzt erneut, dass ich eigentlich die Flucht nicht jetzt abgeschlossen habe, sondern die Flucht ist etwas, was eigentlich nie endet. Das hat mich meine Flucht sozusagen gelehrt, dass
nicht erst dann, wenn wir nach Deutschland angekommen sind, auch angekommen sind, sondern die Flucht erst in Deutschland beginnt. Auch der Sinn davon, was das heißt, ein Flüchtling zu sein. Und dann während der Flucht ist man in einem Rausch des Fliehens. Also man muss einfach sein Leben retten. Und wir mussten wirklich fliehen aus Kabul, aus Afghanistan, Anfang der 90er Jahre. Und haben dann eine Odyssee durch die Weltgeschichte gemacht, also von Indien bis Moskau und Kasachstan bis nach Deutschland, von Schleppern und Schleusern umgeben, die uns oft auch verraten haben, das Geld genommen haben, einfach verschwunden sind. Ja. Und man steht immer wieder vor dem Nichts. Und gerade dieser Moment der Hoffnungslosigkeit, dass sie alles verloren haben, ohne dafür die Schuld zu tragen. Wer waren wir denn? Einfache, normale Menschen in Kabul. Und da habe ich, glaube ich, mit 13 Jahren den tieferen Sinn des Glaubens gespürt, der sowohl süß ist, weil ihm Hoffnung spendet, als auch bitter ist, weil gerade ihre faktische Dasein betrifft und sie können sich das nicht erklären. Mhm. Und aus dieser Betroffenheit zum Leben erwächst sowas wie eine, wenn ich das so nennen darf, eine gesunde Haltung zum Glauben. Dass der Glaube nicht als eine Art rosa-rote, sozusagen umgreifende Raum ist, wo ich einfach mich zurückziehen kann und alles gut ist, sondern der Glaube ist etwas, was gerade die beiden, also doppelbödig ist und mich gerade nicht ruhen lässt, sondern diese Unruhe in mir wachsen lässt. Daher ist die Flucht etwas ganz Prägendes. Und Sie sagen, Sie sind dankbar sogar, dass das passiert ist. Auch wieder aus diesem Glauben heraus. Ja, all die Erfahrungen, wissen Sie, die mich heimgesucht haben, die hätte ich nie erleben können. Meine Existenz wäre nicht gefüllt von all dem Schmerz und all diese tiefen Betroffenheiten ohne diese Flucht. Ich kann es insofern als dankbar sozusagen annehmen, weil wenn ich jetzt mit Flüchtlingen spreche, mit denen Umgang pflege, ich verstehe sie viel besser. Wissen, die Flüchtlingsheime sind für mich eine Art Heimat. Ich verstehe sie voll und ganz, was es heißt, hier zu sein, mit welcher Bedürftigkeit sie hierher kommen, wonach sie eigentlich suchen. Mhm. Das ist weder Ruhm noch Geld noch Macht, all das, was eine kapitalistische Konsumgesellschaft eigentlich hervorhebt, sondern das ist einfach Ruhe zu haben, dass die Kinder einfach eine Schule besuchen können. Ganz einfachen, primären Werten, die wir hier zum Glück jetzt seit vielleicht 50 Jahren oder noch länger hier haben und vielleicht auch nicht mehr so schätzen, weil es einfach so gewöhnlich ist. Jeder Mensch ist doch frei. Und Sie haben es vom Flüchtling zum Professor dann geschafft letztlich. Viele andere Immigranten schaffen das nicht. Die fühlen sich ohne Hoffnung, ohne Perspektive, radikalisieren sich vielleicht dann auch. Warum hat es bei Ihnen geklappt? Warum scheitern andere? Das kann ich kaum, glaube ich, kausal erklären. Aber es gibt schon Momente, die erklärlich sind. Also einmal ist das Elternhaus, meine Familie, meine Eltern, die mich gefördert haben. Für sie war Bildung sehr wichtig. Also mein Vater hat mir nicht erlaubt, einen Nebenjob zu haben während der Schule, sondern sein Ansatz war, ich will, dass du lernst. Mhm. Mit dem Wenigen, was wir dir bereiten können, das soll ausreichend sein. Aber ich will von dir, dass du dein Bestes gibst. Weil Bildung ist die Rettung aus der Flucht und nicht Reichtum oder so etwas. Das war sehr wichtig, sehr prägend. Auf der anderen Seite ist mein Leben geprägt von Dankbarkeit. Und es sind immer Lehrer. Hinter jedem erfolgreichen Migranten steckt ein Lehrer oder eine Lehrerin. Das können Sie empirisch, glaube ich, nachprüfen. Es waren meine Lehrer und Lehrerinnen, von der Hauptschule in Deutschland bis zur Berufsfachschule, Realschule, Gymnasium, waren es immer diese Engel, die in mir mehr gesehen haben als einfach ein Ausländer, der gerade auf einer Hauptschule ohne ein Wort Deutsch oder Englisch zu können, da sitzt und nichts versteht. Sie haben mich angeschaut und sie haben vielleicht diese Sehnsucht gesehen, er will mehr. Er ist mehr als einfach nur ein Ausländer zu sein. Und dann haben sie auch ihre eigene Aufgabe, Lehrerin, Lehrer zu sein, besser verstanden, dass sie mehr mir gegeben haben, als sie mussten, als das, wofür sie bezahlt wurden. Mhm. Und diese mehr ist mehr Menschlichkeit, wissen Sie? Denn ich habe von ihnen kein Geld bekommen, sondern ich habe von ihnen Zeit bekommen. Sie haben mir aus ihren eigenen Privatbibliotheken Bücher geschenkt. Zum Beispiel die abendländischen Weisheiten. Das war, glaube ich, ihr erstes Buch auf Deutsch. Ja, genau, mein einziges Buch, das ich hatte. Ein kleines Büchlein, pädagogisch sehr schlecht gemacht, eigentlich eine Aneinanderreihung der Zitate von Thales bis Sartre. Und ich habe sie gelesen
und ich habe die kaum verstanden, nicht oder nicht mal richtig ausgesprochen. Und weil es mein einziges Buch war, jahrelang, ich habe so lange darin gelesen, bis ich eigentlich nahezu alles auswendig konnte. Und als Hofnarr im Schulhof dann galt, man hat mir ein Wort gegeben und ich konnte dazu einfach ein Zitat von irgendeinem Philosophen sagen, ohne zu wissen, was es heißt. Nur das Seltsame ist dann passiert, dass mein Deutsch sich verbesserte mit der Zeit. Mit der Philosophie, mit diesen Weisheiten haben Sie Deutsch gelernt. Und alles war in mir, die verstanden werden wollte. Mhm. So hat mich das Abendland in seinen Bann gezogen. Mhm. Das Thema Flucht ist eigentlich auch sehr zentral für den ganzen Islam, weil die ganze Zeitrechnung beginnt mit der Flucht von Mohammed von Mekka nach Medina, im Jahr 622. Ja. Wer war dieser Mohammed eigentlich? Ja, wer war er? Er war eigentlich ein Flüchtling letztlich auch. Also darin zeigt sich das. Aber auch ein jemand, der von einer tiefen Sehnsucht davon geprägt war, nach einem schlechthin unverfügbaren etwas, was er nicht benennen konnte, aber danach sich gesehnt hat. Jemand, der weise war und irgendwann mal dann vollweise von seinen Großeltern und dann später von seinem Onkel adoptiert wurde. Er war schriftunkundig, aber womit er berühmt war schon in Mekka, war seine Ehrlichkeit, sein Sinn für Gerechtigkeit. Er hat den Beinamen Amin bekommen, also jemand, der gerecht ist, dem man was anvertrauen kann. Streitigkeiten wurden zu ihm geführt. So eine Persönlichkeit wird dann nach der islamischen Tradierung, das muss man systemimmanent sagen, als der Gesandte Gottes erwählt vom Gott. Er kann es kaum verstehen. Er kann damit gar nicht umgehen. Er zweifelt daran. Und mit der Zeit muss er es doch annehmen, dass das ist, was an ihm geschieht, worüber er selbst nicht verfügt. Die Erzählung ist, der Engel Gabriel erscheint und offenbart ihm gewisse Suren des Korans, die heute im Koran stehen. Ja, er pflegt Zurückgezogenheit für eine bestimmte Zeit, von Berg Hira. Und da hat er sich einfach in eine Berghöhle, hat er lange Zeit einfach in die Stille verbracht. Und dort soll ihm der Engel erschienen sein, der Engel Gabriel, der ihn erschüttert und verlangt, dass er vortragen soll. Und er weiß nicht, was er vortragen soll. Er drückt ihn so sehr fest, dass er fast sein Leben verliert. Und dann trägt er vor. Und das ist die allerersten Verse des Korans. Also Iqra bismika rabbika allazi khalaq, trag vor im Namen deines Herrn, der er schuf. Und damit beginnt die islamische, sozusagen das islamische überhaupt mit ihm. Aber interessant ist seine Figur schon insofern, als er nicht als die personalisierte Inkarnation Gottes auftritt. Nicht so als, wie Jesus zum Beispiel oder ganz anders. Das ohnehin nicht, sondern auch überhaupt als jemand, der auserwählt wurde, könnte man meinen, dass der Auftritt, diese Geste anders sein könnte. Sondern er ist durch und durch von Demut getragen. Und diese Demut, diese mohammedanische Demut, ist etwas, was für das Glaubensverständnis der Muslime unglaublich wichtig ist. Aber er war ja auch ein Feldherr eigentlich, ein politischer Führer, hat Kriege auch geführt und so, das muss man auch sagen. Also das muss man sagen, aber das muss man auch historisch sehen. Also dass er Kriegführer, er verstand, glaube ich, nicht sehr viel vom Krieg, aber auf jeden Fall war er als der Gesandte Gottes, wenn Kriege waren, wenn Schlachten da waren, war er auch präsent. Das gehört zu islamischen Geschichte. Sie müssen nicht einfach auf der arabischen Halbinsel im 7. Jahrhundert die ganze Konstellationen verstehen, warum er nicht in Mekka leben konnte. Er war verfolgt, das war eine kleine Gruppe. Die Machthaber in Mekka wollten, dass er weg ist. Man wollte sie ermorden, also die ganze Gemeinde ermorden ihn auch. Er flieht gerade so aus Mekka nach Medina und dort kann er wirklich das hervorbringen, wovon er meint, getragen zu sein, nämlich seine Religion entfalten und dadurch auch, weil wir einfach nicht die Konzepte von heutigen Staaten haben, auch etwas wie auch eine Gemeindeführer im politischen, profanen Sinne. Ja. Und aus diesen Offenbarungen über diese 22 Jahre entstand dann eigentlich das Herzstück des Islam, nämlich der Koran. Ja. Sie selbst haben den Koran ins Deutsche übersetzt vor einigen Jahren. Es gibt schon einige deutsche Übersetzungen. Warum haben Sie den Koran noch mal aus dem Arabischen ins Deutsche übersetzt?
Ja, weil jede Übersetzung, wissen Sie, auch eine Selbstübersetzung ist, also so etwas wie Selbstverständigung. Und mir war wichtig, etwas ins Deutsche zu, bringen, was eigentlich sonst verloren geht in den Übersetzungen. Und zwar, das ist der Klang der Sprache, die Formsprache, könnte man es philosophisch sagen. Also etwas wie nicht nur was gesagt wird, sondern wie etwas gesagt wird, was dort steht. Mhm. Und der Koran ist ja ein unglaublich melodischer, rhythmischer, lyrischer Text voller Klang, voller Rhythmus, voller Spannungen. Und das alles ging verloren in den anderen Übersetzungen, außer die Übersetzung, Teilübersetzung von Friedrich Rückert, eben ein Romantiker. Und da war mir wichtig, gerade das auszuprobieren, ob es gelingen kann, gerade das zu übersetzen, was eigentlich kaum übersetzbar ist. Sie müssen sich vorstellen, ich saß dann dort und habe nicht den Koran lesend übersetzt, sondern hörend übersetzt. Ich habe die Sure so lange gehört, eine kleine Sure, bis die Sure durch mich hindurch drang und dann versuchte gerade aus dieser Atmosphäre heraus das Deutsche hervorzubringen. Und es ist nicht leicht. Ich bin, glaube ich, durch und durch gescheitert. Es sind so Momente, die dann doch gelungen sind. Und das waren, sie waren wert für diesen Versuch. Ja, also Sie sagen, der Koran ist eben kein reiner Text, wo man irgendwelche Sätze ablesen kann, sondern es ist Poesie, das ist Dichtung, das ist Gesang vielleicht auch. Sie haben hier Ihren persönlichen Koran noch mitgebracht, den Sie auf der Flucht gefunden haben, am Flughafen in Moskau. Mich würde interessieren, ob Sie uns eine kleine Kostprobe geben könnten, wie denn das klingt, wenn man den Koran sieht. Ja, gern. Das Schöne ist, dafür muss ich nicht mal den Koran aufschlagen, aber einen ganz kleinen Vers. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Ja, das ist die 112. Sure. Ich sprich, Gott ist einer, ein ewig reiner. Nicht hat er gezeugt und gezeugt hat ihn keiner und nicht ihm gleich ist einer. In Übersetzung von Rückert. Meine eigene habe ich nicht im Kopf. Kann man das auch anders singen? Woher haben Sie jetzt diese Tonfolge? Genau, es gibt natürlich Unterschiede. Also es gibt Schulen der Rezitationen. Ja. Der Koran wird also ganz peinlich genau rezitiert und es gibt auch sagen Regeln der Rezitationen, wann man eine Pausierung machen soll, wann nicht, wann es Doppelungen, wann es nasaliert werden soll. Mhm. Aber auch vom Klang und von der Art des Vortrages ist ganz unterschiedlich. Dieselbe Suche können Sie ganz anders hören, mhm. Also entweder in einem Atemzug oder dann ganz wuchtig groß. Also Qulu Allahu Ahad, Allahu Samad. Lam yalet walam yulat walam yakallahu kufuan ahad. Sie merken, die Luft zittert bei diesem, wenn bei dem anderen ist tragen, leicht, schwingen sozusagen. Aber hier haben Sie die Wucht des Unendlichen, hören Sie da. Mhm. Sprich, Gott ist einer. Man merkt schon, Sie geraten ins Schwärmen. Für Sie ist, wie Sie sagen, auch der Islam die Religion der Schönheit. Es gibt einen in Deutschland, der sieht das ganz anders. Und zwar Hamed Abdel Samad, ein Islamkritiker, selbst Politologe aus Ägypten. Sein Vater war Imam, er war auch bei der Muslimbruderschaft. Und für ihn sieht im Islam die Wurzel eigentlich von Hass, von Intoleranz, vergleicht es sogar mit dem Faschismus. In diesem Buch hier ist ein Streitgespräch mit einem Kollegen von Ihnen. Und Hamed Abdel Samad war zu Gast hier bei meinem Kollegen Norbert Bischofberger vor 3 Jahren in der Sternstunde Religion. Wir schauen uns kurz an, was er zum Koran und zu Mohammed zu sagen hat. Wenn wir lesen, dass er an einem Tag 600 wehrlose Juden enthaupten ließ, deren Frauen versklavt und die Kinder auch. Die ISIS-Leute nehmen den Propheten alles ein Vorbild. Wenn wir im Koran lesen, dass Gott, den sie barmherzig nennen, 25 Mal direkte Tötungsbefehle an die
gläubigen Muslime an Ungläubigen. Direkte Tötungsbefehle. Tötet sie, enthauptet sie, verstümmelt sie. Dann kann man nicht sagen, das hat doch mit dem Islam nichts zu tun oder die ISIS-Leute haben den Koran falsch verstanden. Sie beziehen ihre Legitimation direkt aus der Biografie des Propheten und aus dem Koran. Ja, was sagen Sie dazu? Wo geben Sie ihm Recht? Mich hätte interessiert, was mein Kollege dagegen gesagt hätte. Interessanterweise hören Sie, wie er selbst damit umgeht, nicht? Also der Abdel-Samad hat dieselbe Hermeneutik wie die ISIS-Leute, wie er selber auch vorlegt. Denn was heißt das? Er geht direkt in den Koran hinein, direkt in die Prophetengeschichte und daraus zitiert er. Ohne kritisches Bewusstsein, ohne die traditionelle Exegese, die aber über Jahrhunderte lang da durchgelaufen sind. Natürlich finden Sie kriegerische Aussagen, aber auch historische Befunde, die wirklich auch einen gläubigen Menschen erschüttern. Selbst wenn Sie den Koran aufschlagen, finden Sie Stellen, wo es um bekämpft die Leugner und tötet und all diese nahezu inhumane Aussagen zu finden sind. Nur die Schwierigkeit ist, wie gehen wir mit diesen Stellen um? Wenn wir natürlich so tun, als würden wir sie eins zu eins verstehen, dann tun wir nichts anderes als das, was gerade diese Fundamentalisten tun. Aber das ist ja nicht irgendein Text, der ein Mensch sich ausgedacht hat, sondern es ist in der Vorstellung Gottes Wort. Schwierig, nicht? Also Gott spricht Arabisch, denken Sie? Also ich glaube, also gerade Sie er hat sich zumindest kaum auf Arabisch offenbart. Genau, also die Sprache, die der Koran sozusagen eingenommen hat, das ist die Sprache des Propheten Mohammed. Er hat Arabisch gesprochen. Das heißt, gerade als ein gläubiger Muslim glaube ich natürlich schon, dass es das von Gott ist, Gottes Wort ist. Aber Gottes Wort nicht in einem Vakuum, also in einem ahistorischen Raum, sondern natürlich durch die Historie hindurch. Das heißt, der ganze Kontext der Offenbarung ist der Kontext des 7. Jahrhunderts auf der arabischen Halbinsel. Und diese und da kann war ich es nicht völlig legitim, andere zu töten. Und wissen Sie, eine Frau war so viel wert wie ein Ikea-Stuhl heute. Ein Ikea-Stuhl? Ja, also kaum was. Ja. Einfach eine Ware, mit der man machen kann, was man will, wenn man es einmal erworben hat. Ja. In dieser Situation entsteht der Islam. Und dann haben wir dann Stellen im Koran zu lesen, die für ein heutiges Verständnis natürlich kaum zu verstehen sind, weil wir von der Gleichberechtigung der Mann und von einer Frau ausgehen sollten, also der Horizont des Korans auch. Aber gerade da ist die Schwierigkeit, wie gehe ich mit einem Text, einem bestimmten Kontext hervorgegangen ist. Mhm. Ob diese einzelnen Stellen, wenn es um Bekämpfung geht oder wenn es auch aus dem Leben des Propheten ist, um sie, um es mit den Worten von einem Islamrechtler, Chifli Ademi zu sagen, normstiftenden Charakter haben, darüber gibt es viel Diskurse in der islamischen Tradition. Und da würde ich den Teufel tun, sozusagen jetzt einen Suren-Ping-Pong zu betreiben, indem ich einfach Augen zu irgendeiner Stelle des Korans sage, da steht etwas. Aber das ist einfach keine legitime Art und Weise, mit so einem Text umzugehen, der von vornherein ganz, ganz anders verfasst ist. Schauen Sie, Sie mögen mir vertrauen, dass der Koran ein fragmentarischer, ein dichterischer, was auch immer ist, also dieser poetischen Charakter hat. Sie können nun auch fragen, warum entsandt ein Gott, der etwas von Menschen will, einen poetischen Text? Also wenn ich was von meinem Sohn haben will, also wenn ich ihm einfach einen Befehl geben will, was machen will, ich werde ihm doch kein Rilke-Gedicht vortragen. Ich werde ihm ganz genau sagen, so unmissverständlich wie möglich, dass er meinen Willen vollziehen soll. Der Koran scheint auch die Willenserklärung Gottes zu sein, aber dichterisch, poetisch, von Ambiguität getragen, offen. Oft wissen sie gar nicht, worum es geht. Es gibt Stellen, Kontextualisierung, Zeitphänomene aufgenommen. Es gibt auch konträre Aussagen im Koran selbst, die sich selber ausschließen. Viele Widersprüche, ja. Mhm. Wie gehen Sie damit um? Und all das zeigt es, dass mein Umgang mit dem Koran nicht so sein kann, wie als wäre der Koran ein Werkzeugkasten, sodass ich einfach nach Belieben, nach irgendeinem Werkzeug hole und meinen Alltag damit gestalte. Mhm. Das ist nicht der übliche Umgang mit dem Koran. Der Koran muss verstanden werden und dafür brauchen wir Menschen, die was von der islamischen Geschichte verstehen. Und da hilft uns nicht, glaube ich, so jemand wie Ahmed Abdel-Samad, der in dieser Weise mit dem Koran umgeht oder mit der islamischen Tradition,
Und er hat das ganze Recht, alles zu machen und noch mehr zu schreiben. Ich glaube, ihm fehlen gerade die Worte, weil er alles schon gesagt hat, was er sagen wollte. Das ist ein gutes Recht und es ist schön, dass es ihn gibt. Und es ist schön, dass es einen Kollegen von mir gibt, der mit ihm den Streit führt. Für mich ist er kein Gesprächspartner. Ja. Also ich finde es interessant, Sie sagen, es ist Gottes Wort, aber es ist in der Zeit und in der Zeit zu verstehen. Auch. Also müsste man eigentlich Sie fragen, wie denn ein Koran heute aussehen würde, wenn er zum Beispiel Ihnen offenbart würde oder sowas. Ja, genau. Und das ist genau so. Das heißt, wenn der Koran mir heute offenbart worden wäre, würde der Koran die heutigen Bedingungen der heutigen Zeit aufnehmen und einer Sprache sein, die heutig ist und die heutigen, alles, was heutig uns prägt und gegenwärtig auch trägt, auch aufnehmen. Das heißt aber, wenn ich heute mit einem Koran Umgang habe, den ich erstens als das reine Wort Gottes begreife und zweitens als ein Text, der historisch entstanden ist, historische Phänomene aufnimmt, habe ich eine doppelte Aufgabe, nämlich die Botschaft aus der Geschichte heraus für mich zu lesen. Das heißt, es kann kein einziges exegetisches Werk des Korans geben für alle Zeiten, sondern jede Zeit hat die Aufgabe für sich, den Koran erneut zu erringen, erneut zu interpretieren, zu gestalten. Und da bleiben, und das ist so, das ist das Koranische, auch sehr vieles verborgen, das wir nicht verstehen. Und ich glaube auch diese romantische Idee, die falsch romantische Idee, wir können alles verstehen, was in einem Text ist. Das dürfte später Derrida gezeigt haben, dass es nicht der Fall ist. Der Koran bleibt auch unverfügbar. Sie haben eine berühmte Stelle im Koran, bekämpft die Leugner, wo immer sie trifft. Mhm. Und dann könnte man ja meinen, was steht eigentlich im Arabischen dafür? Dafür steht nicht irgendwie ungläubig oder so etwas, sondern das Wort Kafara heißt so etwas wie undankbar ablehnen. Also von einer Botschaft überzeugt sein, trotzdem Nein sagen. Jemand, der trotzt, also Leugner, der ist derjenige, der von der Wahrheit der Botschaft überzeugt ist, aber dennoch Nein sagt. Also eigentlich an Gott glaubt, aber es leugnet, genau, dass er glaubt. Genau. Und okay, so eine Person habe ich selten getroffen heute, nicht? Oder wer sind die eigentlich? Das sind doch nicht einfach schlicht Ungläubige. Wenn sie sich als ungläubig bezeichnen, warum tun sie das? Also warum die Negation? Sie können sagen, ich bin jemand, der einfach ein ganz anderes Konzept von Leben hat. Und für mich, Gott spielt überhaupt keine Rolle in meinem Leben, weil es keinen Gott gibt für mich. Das ist wunderbar, aber ich könnte sie niemals als einen Leugner bezeichnen. Und ich weiß aber schon, wer damit gemeint ist, wenn es im Koran steht. Da sind natürlich die Mekkaner gemeint, die zwar von der Botschaft des Korans überzeugt waren, aber um nicht ihre Machtposition aus der Hand zu geben, geleugnet haben. Also nicht Christen und Juden, nein, oder Atheisten? Nein, in keiner Weise. Aber es gibt ja auch Stellen über Christen und Juden. Wie ist denn das Verhältnis? Kein Pauschalverhältnis. Also sie finden keine Pauschalerklärung, keine Pauschalaussage über die Christen und der Juden. Es gibt große Würdigung der christlichen Gemeinde. Es gibt, also über Maria gibt es eine eigene Sure und Maria wird als die beste Frau der Welt vorgestellt und Jesu natürlich mit allen, also höchsten schönen Worten, die man finden kann. Es gibt eine große Würdigung, aber es gibt auch eine dezidierte Kritik. Es gibt genauso jüdische Würdigung, aber dezidierte Kritik. Die Kritik gegenüber der jüdischen Gemeinde ist der Universalanspruch sozusagen, der dort verloren geht durch die Auserwähltheit des einen Volkes. Das wird koranisch kritisiert. Ich finde es noch interessant, dass es im Islam eigentlich keine Kirche, keinen Papst gibt, niemand, der irgendwie festlegt, was denn eine richtige Auslegung oder der richtige Glaube ist. Ja. Wie findet man das raus? Würden Sie sagen, es gibt eine richtige oder eine falsche Deutung? Sie glauben nicht, wie dankbar ich bin, dass so etwas bei uns nicht gibt. Denn das ist ja natürlich eine unglaublich verklemmende Idee, dass es eine Instanz gäbe, die mein Glauben, über meinen Glauben wacht und mir sagt, was richtig und falsch ist. Entschuldigen, ich bin doch nicht auf den Kopf gefallen. Ich kann ja selbst mich mit meiner Geschichte und Tradition befassen und selbst auch Ideen hervorbringen, die gegen alle anderen sind. Aber solange sie begründet sind, sind sie wahr. Die islamische Theologie im engeren Sinne ist eine Kontroverstheologie. Das nenne ich auch Ilm al-Kalam, also Kalam, ja. Streitgespräche. Da gibt es nicht jemanden, der aristotelisch Monologe führt, sondern das ist immer dialogisch. Und im Dialog ereignet sich so etwas wie Wahrheitsfindung. Und das finde ich unglaublich wichtig. Nehmen Sie einfach eine der einfachsten Sachen dieser Religion. Alle Muslime glauben an den einen Gott. Aber was heißt das, an den einen Gott? Wie wird die Einheit Gottes verstanden? Sie haben in derselben Zeit, 11. und 12. Jahrhundert, vier unterschiedliche Auffassungen, die vier unterschiedliche Schulen hervorbringen, nur um zu erklären, was die Einheit bedeutet.
wie die Attribute Gottes zu verstehen sind. Und wenn Sie diese ganze Kontroverse sehen, Sie merken, die eine Seite ist platonisch geprägt, die andere Seite ist aristotelisch geprägt, die andere Seite ist... Aber müssen jetzt alle Muslime, die auch so ein bisschen bildungsfernen Geschichten angehören, das alles wissen und Aristoteles lesen, und um all diese Differenzierungen zu verstehen? Ich meine, die haben dieses Buch. Ja, genau. Also wenn Sie bei mir Studenten in Münster schon, ansonsten... Natürlich müssen Sie nicht alle Aristoteles lesen, Platon lesen, aber worauf können Sie sich verlassen? Also auch jemand, der einfach nicht theologisch gebildet ist. Sie können sich nicht auf ein Lehramt verlassen, sondern Sie können sich auf Theologinnen und Theologen berufen, die versuchen, ein bestimmtes Verständnis dieses Islam vorzutragen. Aber Sie wissen wohl, das ist nur ein Verständnis, aber nicht das Verständnis überhaupt. Ich meine, wer versteht, das hat uns doch Gadamer beigebracht, wer versteht, der gibt zu, dass ein anderes auch anders verstehen kann. Aber die Theologen im Iran oder in Saudi-Arabien sind wahrscheinlich, haben andere Auffassungen, andere Lesarten als Sie. Also Iran gerade, glaube ich, weniger. Also man muss unterscheiden zwischen die Mullahs oder wie auch immer, die auch sehr gut ausgebildet sind, und dann noch diese anderen. Also da ist Heidegger ist sehr in, jeder liest Kant, die kennen sich mit philosophischen Traditionen sehr gut aus. Was sie daraus machen, ist eine andere Sache, aber die machen auch gute Arbeiten. Also wir haben auch Kontakte mit ihnen. Saudi-Arabien ist für mich überhaupt kein Referenzgegenstand. Saudi-Arabien ist ein Land, welches alle Werte des Islams einfach wirklich mit den Füßen tritt. Das ist einfach das Land, was alles, was islamisch heilig ist, unheilig gemacht hat. Saudi-Arabien, also die Kaaba, die ist einfach nicht mehr das, was sie ist. Das ist wie ein Manhattan mit schlechtem Geschmack gebildet dort. Also wenn Sie dort sind, haben Sie kein spirituelles Gefühl. Mhm. Saudi-Arabien verachtet das Recht der Frauen. Saudi-Arabien hat ein Verständnis von Islam, das ist wirklich einfach widerwärtig. Mhm. Das wird für mich niemals ein Referenzgegenstand sein, sondern mein ganzes Bemühen ist gerade zu zeigen, dass so es nicht geht. Ja. Wenn man Abdel Samad einmal zitieren darf, wenn er sagt, ja, aber das ist doch genau das, was die anderen, die Fundamentalisten zitieren. Man kann ja nicht sagen, dass das nicht mit dem Islam zu tun hat. In der Tat hat das nicht mit dem Islam zu tun. Aber was heißt das denn? Das heißt ja, dass diejenigen, die heute Terroranschläge verüben, in Barcelona, in der Schweiz, wo auch immer, sie sind Menschen, die zutiefst religiös geprägt sind. Mhm. Aber was sie da inszenieren, das ist nicht mehr religiös. Das ist in der Tat eine postreligiöse Geste, die sie da haben. Keiner von ihnen ist von Demut getragen. Mhm. Keiner von ihnen zweifelt. Die sind davon überzeugt, dass das, was sie machen, die Wahrheit ist. Ja. Davor schrecke ich zurück, wissen Sie, weil ich denke, wer bin ich schon, um sagen zu können, was Wahrheit ist, sondern ich bin nur demütig, zitternd am Werke, als hermeneutische Konstante meines religiösen Daseins, dass ich versuche, irgendeine Koranstelle zu verstehen. Und denke immer noch, habe ich wirklich alle Interpretationen dazu gelesen? Habe ich sie verstanden? Kann ich überhaupt diese Sprache erfassen? Da ist einfach eine enorme sozusagen Distanz zu mir selbst und meinem eigenen Verständnis gegeben. Lassen Sie uns noch ein bisschen über diese Schattenseiten sprechen. Ja. Jetzt diese Wahhabiten in Saudi-Arabien. Aber allgemein der Fundamentalismus, der, so scheint es mir zumindest, nimmt zu. Sie haben am 11. September 2001 oder einen Tag danach entschieden, Islamwissenschaften zu studieren. Warum? Sie schreiben auch in Ihrem Buch, Osama bin Laden ist ein Gewächs unserer Zeit. Ja. Also irgendwie hat das etwas mit der Moderne zu tun, mit dem Westen zu tun. Was meinen Sie damit? Ja, also auch nicht so pauschal vielleicht mit dem Westen, aber überhaupt etwas, was... faktisch ja nicht vor 500 Jahren gegeben hat. Auch diese ganze Selbstmordattentate, all das. Also wenn das wirklich genuin rein islamisch wäre, könnte man auch noch fragen, warum geschieht das alles jetzt? In den letzten 30 Jahren vielleicht. Mhm. Und nicht einfach vor 500 Jahren, wo die Menschen noch zurückgebliebener waren als heutigen fortschrittlichen, aufgeklärten Menschen dieser Welt. Das ist natürlich schon so, dass diese auch eine, im tiefsten Sinne manipulativ sind. Manipulativ in dem Sinne, dass sie den Anschein erwecken, religiös zu sein, weil sie sich ständig mit religiösen Parolen bedienen und arbeiten. Auf ihrer Fahne steht was Islamisches. Aber das ist nur der Schein. Wenn Sie genau schauen, was Sie eigentlich machen, was ist so der Kern einer fundamentalistischen Idee? Der Kern ist ja, dass nichts auf dieser Welt
Wertes, dass es nicht zugrunde gehen würde. Also alles, was ist, ist wert, dass es zugrunde geht. Nennen Sie mir irgendetwas, was für die Fundamentalisten wert wäre zu bewahren. Sagen wir Leben? Nein. Ihr eigenes Leben? Nein. Die Kaaba etwa? Nein. Prophetengrab? Nein. Irgendeine Stadt, irgendein Ort? Nichts. Aber was ist das für eine Definition? Das lesen Sie bei Goethe in Faust. Alles, was entsteht, ist es wert, dass es zugrunde geht. Das ist das, was Mephisto vertritt, nämlich eine höchst nihilistische Idee. Ein militanter Nihilismus wohnt dieser Gruppierung inne. Im Ausblick auf ein Jenseits. Ja, genau. Und deswegen die dschihadistische Grundidee. Genau, und das Traurige dabei ist, dass dieses Jenseits, das ist überhaupt nicht so gegeben. Wenn Sie auch Koranisch sehen, diese ganzen Bilder sind Sprachbilder. Sie glauben doch nicht wirklich, also Sie können sagen, ja, du glaubst es. Ich glaube doch nicht wirklich, dass das Paradies ein Garten ist. Das ist natürlich ein Sprachbild. Aber gewisse Leute glauben das. Es steht da drin. Sie würden sagen, es ist eine falsche Lesart. Ja. Was macht man dagegen? Ja, wissen Sie, es gibt auch, bei aller Offenheit, gibt es auch Vernunft. Also Sie können mir doch nicht sagen, dass das Jenseits zeitlich gefasst ist. Also wenn das Jenseitige das ist, was jenseits von Raum und Zeit ist, dann ist ja nicht zeitlich. Das ist eine einfache Vorstellung, aber es ist doch nicht unvernünftig, das zu denken. Deswegen ist es auch da für Menschen, die keine abstrakte, vielleicht kein abstraktes Vermögen besitzen, dass sie nicht sich vorstellen können, was auch im Koran steht, nämlich die Hölle ist, wenn Gott sich abwendet von ihnen und Paradies ist Gottes Schau. Das ist etwas, was mich, also für mich genießt. Aber es steht auch etwas von Sinnenfreuden und von, ja, von jungen aber, Frauen und so weiter. Aber zugleich hören Sie, dass das Jenseits eben das ist, was die sinnliche Welt überschreitet. Wie kann das, was die sinnliche Welt überschreitet, weiterhin sinnlich verfasst sein? Das macht überhaupt keinen Sinn, also per Definition keinen Sinn. Daher kann ich schon, glaube ich, mit Fugen recht behaupten, dass eine Verhärtung einer bestimmten Jenseitsidee natürlich die Perversion einer Idee ist, die erst eigentlich sehr offen und als Vorstellung gegeben ist. Sie haben viel mit Muslimen zu tun, in Ihrem Institut und auch außerhalb. Wie stark ist dieses Vorurteil, also dieses Bild, das wir haben, dass einige Muslime Angst haben vor Verwestlichung, vor dem Westen, auch irgendwie den Eindruck haben von einer dekadenten, lasziven Gesellschaft, materialistischen Gesellschaft? Gibt es auf jeden Fall, aber zumindest die, sagen wir, die Bildungsinländer, also die 5 Millionen Muslime in Deutschland oder über 5 Millionen oder auch in Mitteleuropa, da ist, glaube ich, nicht so einfach homogen zu bestimmen. Also meine Studierende, ich habe 800 Studierende, die aus unterschiedlichen Familien kommen, unterschiedlich sozialisiert sind, auch ethnisch unterschiedlichen Herkünften haben, sie sind ganz offen. Sie müssen Feuerbach und Kant bei mir lesen. Sie müssen Religionskritiken lesen, auch aus der islamischen Tradition. Sie müssen verstehen, dass eben diese ganze hermeneutische Ideen da sind, dass man kritisch damit umgehen kann. Das alles machen sie. Und also Kritik der Gottesbeweise bei Kant, das ist konstitutiv in meinen Vorlesungen. Und das ist etwas, was sie auch zum Lehrangebot gehört, dass sie verstehen, dass sie einfach in Europa sind. Und hier gelten natürlich auch diese Standards, die wir aufnehmen, aber nicht unkritisch. Auch, man kann auch gegen Kritik der kantischen Gottesbeweise etwas sagen. Und auch das wird zur Sprache kommen. Das heißt, da habe ich auch eine große Hoffnung. Gerade habe ich eine Masterarbeit gelesen von einer Generation, die gerade zu Ende kommt, über Kant und Hume und Al-Ghazali und Ibn Rushd, über die Kausalitätskritik der beiden Diskurse. Und das ist wunderbar. Ein Student, der gerade bald jetzt der Gesellschaft gegeben wird, kann diese Traditionen übersetzen. Das klingt nach einem sehr vernünftigen, rationalen Zugang zur Religion mit einer kritischen Auseinandersetzung. Für mich auch klingt das ein bisschen nach Aufklärung. Das ist auch das, was der Kritiker Abdel-Samad eigentlich fordert, dass man klar zwischen Politik und Religion trennt. Er sagt aber auch, es ist sozusagen der Geburtsfehler des Islam, dass er diese Trennung nicht macht, diese Säkularisierung und Religion und Politik von Anfang an zusammendenkt. Weil schon in der Figur Mohammed, die ein geistiger und politischer Führer ist. Und Sie selbst sagen im Buch, für mich überraschend, der Islam braucht keine Aufklärung.
Das müssten Sie erläutern. Ja, genau. Das ärgert mich sogar selbst auch. Weil es viel Sie einfacher, das geschrieben haben? Ja, wissen Sie, weil es viel einfacher wäre zu sagen, der Islam braucht eine Aufklärung und ich bin gerade der Aufklärer, der das macht. Schauen Sie, ich bin vernünftig und hier angekommen, kann gut Deutsch und kann auch Kant lesen. Das würde mir auch die Mehrheit der Gesellschaft sehr gut abnehmen und mich hypen und feiern. Aber ich bin gerade derjenige, der sagt, Vorsicht. Denn auch die Aufklärung ist kein Allheilsmittel. Zweitens ja auch die Aufklärung hier als eine geschichtlich gewachsene, kontextuell bezogene Bewegung, tief verbunden mit einer christlichen Kritik. Nicht? Also wenn Sie auch gerade Kant's Essay denken, was ist Aufklärung? Da ist eine klare Kritik der christlichen, kirchlichen, sensuellen Weisen. Er spricht von Faulheit und von Feigheit, nicht selbst denken zu wollen. Und diese Tradition, erstens kenne ich aus der eigenen islamischen Tradition. Zweitens, das einfach zu übernehmen, verkennen, dass der Islam kein Christentum ist. Wie Sie schon vorhin erwähnt haben, wir haben kein Lehramt und keine Kirche. Wogegen soll ich es rebellieren? Wenn Sie sagen, der Islam braucht eine Aufklärung, der Islam ist doch kein Subjekt. Der Islam hat noch nie etwas getan, sondern das sind immer die Muslime. Wenn die sagen, Muslime brauchen eine Aufklärung, dann muss man sagen, welche denn? Also ich brauche echt keine Aufklärung, sondern wer braucht das denn? Und dann, wenn man es nur sagt, okay, diejenigen, die in Saudi-Arabien sind, die brauchen eine Aufklärung. Ja, solange wir mit denen militärische Beziehungen führen aus Europa und der westlichen Welt und Amerika, dann wundere ich mich nicht, warum in diesem Land nichts sich bewegt. Die ganze Sache ist natürlich viel komplexer, als wenn ich alles sozusagen religiös motiviert sehe, weil so getan wird, als wäre es nur religiös. Und nicht sehe, dass es wirklich politisch und ökonomisch geprägt ist, in einer Welt, in der alles eigentlich zusammenhängt. Ja. Daher wären mir sozusagen so diese einfache reduktionistische Thesen einfach viel zu oberflächlich. Jetzt ist ja nach Barcelona letzte Woche ist etwas passiert, was Sie wahrscheinlich befürworten. Sie sagen, man sollte Verantwortung übernehmen für den eigenen Glauben. Das heißt, irgendwie auch kritisch sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Aber es kann vielleicht auch etwas heißen, nämlich sich klar abzugrenzen, auf die Straße zu gehen, zu protestieren gegen solche islamistischen Terrorattentäter. Ja. Und wir schauen uns dazu ganz kurz einen Beitrag an aus Barcelona. In Barcelona gingen am Abend Hunderte auf die Straße. Die muslimischen Organisationen hatten dazu aufgerufen. Auch hier spürt man das Aufatmen, dass die Terrorzelle zerschlagen wurde. Endlich ist es vorbei. Eine wunderbare Nachricht. Und es zeigt einfach, wie toll unsere Polizei arbeitet. Wir spüren eine große Wut. Sie haben kein Recht dazu, unschuldige Menschen zu töten. Die Demonstration heute in Barcelona, ein wichtiges Zeichen gegen den islamistischen Terror. Ein wichtiges Zeichen. Sehen Sie das ähnlich? Ich finde es wunderbar zu sehen, dass Muslime gerade sich ihr eigenes Recht fordern, nicht mit denen gleichgesetzt zu werden, die das alles tun. Ich finde es, wie gesagt, wunderbar, aber zugleich sehe ich die Gefahr, dass wir, nachdem wir das gesehen haben, uns dann gut geht. Weil wir denken, ach schön, die Muslime waren auf der Straße, die haben demonstriert gegen das Böse, sie haben sich distanziert davon und meinen, dass durch diese Distanzierung etwas geschehen ist. Ich meine, dass damit gar nichts geschehen ist. Allein, weil sie auf die Straße gehen und sagen, ich habe nichts damit zu tun, ist nichts geschehen. Sondern es geht darum, dass wir positive Angebote machen, dass unsere Jugendlichen nicht mehr verführt werden. Es geht darum, dass wir sehen, was habe ich falsch gemacht, dass einer, der so einen Namen trägt wie ich, gerade so etwas unglaublich, unerdenklich Schlimmes tut im Namen meiner Religion, die eine Religion, die einzige Religion ist, die Frieden im Titel trägt. Also Islam. Wie kann es sein? Und da ist mir die Verantwortung beider Seiten sozusagen zu kurz gegriffen, dass wenn die Muslime, die gerne demonstrieren, sie mögen weiter demonstrieren, aber nicht meinen, dass durch die Demonstration etwas das Problem gelöst ist. Und die anderen, die das erwarten, wir wollen, dass alle Muslime sich von jedem Attentat distanzieren, ist natürlich, Muslime werden unter Generalverdacht gesteckt. Ja. Und ich weigere mich, jede Woche eine neue Facebook-Statusmeldung zu schicken. Ja, das kann ich verstehen. Ich war bei der Vorbereitung auf die Sendung überrascht. Ich habe eine Studie gesehen, die wurde 2013 gemacht von dem niederländischen Sozialwissenschaftler Ruud Koopmans. Vielleicht kennen Sie die. Der hat in 6 europäischen Ländern untersucht, wie fundamentalistisch Christen, aber auch Muslime denken und hat das gegenübergestellt. Und dabei ist herausgekommen, fast die Hälfte haben eine fundamentalistische Glaubensauffassung. Hier sehen wir zum Beispiel über 50% der Muslime möchten eine Rückkehr zu den Wurzeln des Islam, was immer das bedeutet. Religiöse Regeln halten sie für wichtiger als säkulare Gesetze. Bei den Christen sind es deutlich weniger. Und auch in Bezug auf die Homosexualität ist es überraschend.
über die Hälfte sagt, ich möchte keine homosexuellen Freunde. Und der Westen ist eigentlich auf die Zerstörung der, des Islams aus. Das ist ja, also ich war wirklich geschockt. Eigentlich. Mhm. Wie bringen wir solche Ansichten aus den Köpfen der Gläubigen? Meine Frage ist, wie kriege ich die Ansichten aus dem Kopf von dem Forscher raus? Denn zwei Fragen von ihm sind vollkommen falsch gestellt. Wissen Sie, religiöse Fundamente mit säkularen Gesetzen überhaupt vergleichen zu können, ist falsch. Also wenn Sie mich auch heute fragen würden, ist das, was Gott dir sagt, wichtiger oder das, was im Parlament entschieden wird? Was werde ich wohl sagen? Das, was natürlich im Parlament entschieden wird, weil was ist schon Gott? Gott ist die Instanz im Leben überhaupt. Aber das, was religiös gegeben ist, sind ja keine Gesetze. Gesetze werden per Definition im Parlament erlassen. Nicht der Prophet macht Gesetze. Das heißt, allein schon das Wort Gesetz ist falsch. Wenn Sie mir sagen, ist es dir wichtiger, dass der Koran das Wort Gottes ist oder dass in Deutschland Demokratie herrscht? Ich würde sagen, Ihre Frage ist falsch gestellt. Aber das heißt, wenn ich zu einem jungen Muslim sagen, sind die religiöse Gesetze wichtig oder säkulare, 100% sagen sie religiöse, aber die sind in keiner Weise Fundamentalisten. Die Frage ist einfach komplett falsch gestellt. Aber die anderen drei wären dann nicht... Bei den anderen drei wäre das auch natürlich Fragen. Ja. Wenn auch der Vergleich mit dem Christentum, also wurden jetzt, welches Christentum wurde dann gefragt? Den Katholiken oder Protestanten? Sieht die katholische Kirche Homosexualität wirklich als legitim? Da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Das weiß ich nicht, aber die fragen natürlich Christen schon. Ja, also jetzt aber welche Christen muss man fragen und welche Muslime wurden in welchem Alter gefragt? Da wäre ich grundlegend, wissen Sie, genau. Okay, man müsste aber dennoch nehme ich Ihre Frage sehr gerne auf, dass Sie sagen, was tun wir? Was wir tun können, wir haben vieles nicht getan. Wissen Sie, wir haben Muslime gerade in Deutschland, weil ich aus diesem Kontext herkomme, als Gastarbeiter jahrelang verstanden, die einfach hier sind und irgendwann mal wieder zurückgehen. Wir haben gesehen, in mehreren Generationen sind sie hier und verstehen ihre Leben dann auch dort und leben auch in diesem Land. Und dann haben wir gesehen, wir haben sie nicht gefördert. Die Religion wurde nie ausgelegt von ihnen selber. Mhm. Jetzt hat man seit ein paar Jahren entdeckt, es gibt so etwas wie islamische Theologie an den deutschen Universitäten. Das heißt, was machen wir dort? Wir Muslime nehmen Verantwortung für unsere eigene Religion auf der akademischen Ebene. Bilden Lehrerinnen und Lehrer aus, die dann natürlich meine Studierenden sein werden, die später in den Schulen gehen und dann auch mit besten Materialien dann arbeiten, mit Jugendlichen, mit Kindern. Das ist etwas, eine ganz positive Arbeit. Ansonsten, die am meisten über Religion sonst reden, haben kaum Ahnung von der Religion. Wo ist die Religiosität überhaupt übersetzt? Deswegen auch Ihr Vorstoß, einen Verlag zu gründen für Bücher für Jugendliche und Kinder, die die Religion erklären. Genau. Es gibt noch andere Vorstöße, ganz konkrete, die gemacht werden. Zum Beispiel Mitte Juni diesen Jahres wurde in Berlin eine liberale Moschee eröffnet. Ein Weg, das zu machen, Politikwissenschaftlerin, die Rechtsanwältin Seyran Atesh hat das gegründet, zusammen mit anderen, auch mit der Schweizerin Saida Keller-Messali. Und wir schauen uns dazu ein paar Bilder an. Männer und Frauen nebeneinander im Gebet vereint. Die Predigt von einer Imamin. 8 Jahre lang hat Atesh Seyran dafür gekämpft. Gegen den ideologisch Konservativen, für einen modernen Islam. Für diese Moschee mitten in Berlin, in der Religion und Vernunft Freunde sein sollen. Wir wollen zeigen, dass sehr, sehr viele Muslime friedlich ihren Islam leben, dass wir gegen den Extremismus sind und dass wir den Islam auch zeitgemäß leben wollen. So zeitgemäß, dass die Moschee in einem Seitenraum der evangelischen Johanniskirche liegt. Die Nachricht von dieser neuen Moschee in Deutschland hat in der arabischen Welt teils heftige Reaktionen ausgelöst. Es gibt Morddrohungen gegen die Betreiber. Dass wir Angst haben. Dass wir Angst haben, friedlich und liberal zu leben, das ist schon traurig. Deshalb sollte die Mehrheitsgesellschaft, sollten die friedlichen Muslime sich zusammenschließen gegen diese Fanatiker. Unter Polizeischutz besucht der Islamismus-Experte und Psychologe Ahmed Mansour die Moschee. Er sagt, dieses Projekt sei mutig und weltweit wichtig für das Ansehen des Islam. Es ist ein unglaublich wichtiger Schritt Richtung Reformation, Richtung Alternativ-Islam-Verständnisse. Es ist an der Zeit. Endlich, dass wir auch solche Alternativen haben. Auch eine Schweizerin predigt in Berlin, Elham Mania. Sie hatte in Schweizer Städten Gebetsgruppen in ähnlicher Form organisiert. Jetzt wünscht sie sich auch für die Schweiz eine solche Moschee. Religion soll eine spirituelle Beziehung zwischen Gott und Mensch sein. Es hat keinen Anspruch auf politische Macht.
Es hat keinen Anspruch auf eine politische Ideologie. Ateş Seyran hat lange gekämpft. Jetzt steht die liberale Moschee. Damit beginnt für sie und für alle anderen Befürworterinnen und Befürworter eine vielleicht noch viel heftigere Auseinandersetzung über die Interpretation des Islam. Ja, Herr Karimi, wie stehen Sie zu solchen Vorstößen, zu diesem Projekt? Also grundlegend möchte ich schon sagen, dass es ein gutes Recht von dieser Gruppe ist, eine Moschee zu gründen. Und sie können in jeder Stadt jederzeit eine Moschee gründen oder was auch immer sie dort machen. Sie haben das volle Recht, sie sind freie Menschen und keiner ist Wächter der Religion. Dass Aber Sie man würden sagen nicht dahin kann. Gehen? Ich würde nicht dahin gehen, nein. Das ist nicht ein Ort, wo ich mich irgendwie angezogen fühle, weil ich das als eine religiöse Inszenierung empfinde. Von denjenigen, ich glaube, ich habe gerade eine Dame gesehen, die nicht einmal ihre Handhaltung richtig hatte. Sie hat einfach die Hand dort gehalten, wo Männer ihr Schambereich bedecken, die Frauen vornehmlich nehmen ihre Hand vor ihrer Brust. Das zeigt schon so ein bisschen, dass die Dame vielleicht kaum vorher gebetet hat, sonst würde man das irgendwie nicht machen. Aber das ist auch noch witzig, wenn Sie bei der Moschee schauen, auf deren Homepage, die Moschee erhebt ja den Anspruch, es gibt eben eine Rushd-Goethe-Moschee. Was schon komisch ist, Goethe wird man so vereinnahmen, aber von mir aus kann man mit Goethe ja machen, was man will. Aber Ibn Rushd ist ein Philosoph, nicht? Und keiner von denen hat jemals Ibn Rushd gelesen. Die haben die adäquate Ausbildung dafür nicht. Aber deswegen steht dort, ja, aber dann ist die Vision dieser Moschee von Rumis Ideen gebildet, von einem anderen Mystiker, der in einem ganz anderen Jahrhundert lebt. Und das, was dann kommt, das ist das, was bei uns in der Küche hängt, also 7 Weissagungen von Rumi. Also sei lieb und sei cool. Aber keine vertiefte Auseinandersetzung keine mit diesen Texten. Ich finde es sehr, sehr schön, dass es auch alternative Ideen gibt, die gerade einen positiven Eindruck in der Mehrheitsgesellschaft haben. Und wenn diese Menschen sich dort wohlfühlen, ihre Religiosität anerkannt fühlen, großartig. Wenn es ein spiritueller Raum für den ist, kann ich wirklich mit meinem ganzen Leben dafür stehen, dass sie das machen können. Kritisch bin ich dadurch, dass ich denke, dem muss doch eigentlich eine theologische Auseinandersetzung vorher vorausgehen. Ich kann doch nicht einfach Sachen verkünden. Männer und Frauen beten zusammen. Das ist eine Idee, die ich auch in der prophetischen Zeit bereits sehe. In Kaaba beten Männer und Frauen zusammen. Dass es etwas sein könnte, was vielleicht später auch Sinn macht. Aber dafür muss eine theologische Debatte dem zuvorgehen, was sozusagen dann so etwas hervorbringen kann. Und die leisten Sie zum Beispiel an Ihrem Institut. Und viele andere, genau. Und viele andere auch. Zum Schluss noch mal ganz persönlich. Wie gesagt, ich bin nicht gläubig. Gibt es aus Ihrer Sicht etwas, das ich in meinen Alltag übernehmen kann, mitnehmen kann aus dem Islam? Eine spirituelle Haltung, ich weiß es nicht. Ach, schwierig. Wissen Sie, der Islam, vielleicht so etwas wie, dass der Islam sowas anbietet, wie, dass Sie selbst sich als Frage auffassen, dass Ihr Leben nicht einfach so gegeben ist, sondern dass Ihr Leben Sie als eine Frage begleitet. Also ob das alles ist, ob das doch nicht etwas ist, was Schelling als unerwartete Harmonie beschrieben hat, dass etwas doch sich ereignet in Ihrem Leben, was Ihr eigene rationale oder wie auch immer gearteten Kalküls nicht folgt. Dass etwas, die Geburt der Kinder sind, glaube ich, solche Phänomene, wo wir von etwas überwältigt sind, was alles überschreitet. Und gerade einen Sinn dafür zu haben, also einen Geschmack für die Unendlichkeit zu entwickeln, wäre etwas, was man, glaube ich, im Islam gut lernen kann. Ein Geschmack für die Unendlichkeit, das nehme ich mit. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Danke Ihnen vielmals. Ja, nächste Woche spricht mein Kollege Wolfram Eilenberger mit Vincent Hendricks, einem Experten für Fake News und Filterblasen. Im Gespräch erläutert der dänische Philosoph, warum solche Blasen unsere Demokratie gefährden und wie wir uns vor ihnen schützen können. Und jetzt gleich machen wir uns auf nach China. Die Sternstunde Kunst zeigt ein Filmporträt über Uli Sik, den Schweizer Diplomaten und leidenschaftlichen Sammler chinesischer Kunst. Schauen Sie also rein und genießen Sie den Sonntag.